Hallo ihr Lieben, da ist wieder eure Katrin und es ist mal wieder Unboxing-Time. Ich hatte mir vor einiger Zeit zwei Sets bestellt und bin gespannt, ob die hier drin sind. Wie immer habe ich das Paket schon geöffnet, aber noch nicht reingeschaut. Ja, das mache ich jetzt mit euch und ich bin sehr gespannt, ob beide oder nur eines drin ist. Jetzt will ich es wissen. Wow. Es sind Biotic World Deluxe Kit. Mein Gott, ist das cool. Ist das cool. Und Jurassic Park Legacy Kit. Boah, ist das heftig. Ist das heftig, Freunde. Geil. Krass, oder? Sieht das nicht geil aus? Und noch so schön foliert. Hm? Das Box. Wow, ist das geil. Das müssen wir mal öffnen jetzt. So ihr Lieben, habt noch schnell die Folie davon abgemacht. Hinten ist noch so ein Zettel, so ein loser Zettel mit dran. Ja. Ich denke mal, das ist der gesamte Inhalt dieser Box. Ja. Wow, ist das cool. Mein Gott, ist das geil. Und das ist die Rückseite von dieser Box. Oder? Wow, mal schön von oben, damit man alles schön sieht. Also Welcome Box, ne? Welcome to the Park. Und hier nochmal schön die Rückseite. Wie sieht es aus, ne? Wow, das ist geil. Ist das geil. Gut. Hier ist noch so ein schöner T-Rex zu sehen. Deluxe Kit. So Freunde, jetzt bin ich gespannt. Für sich. Sehr hochwertige Schachtel. Ne? In mehreren Sprachen. Boah. Hier haben wir erstmal so einen Flyer. Cool. Da sieht man die Insel nochmal. Passt gar nicht alles so richtig ins Bild hier. Ne? Jurassic World. Boah. Ist das geil. Also das ist jetzt so eine Art Welcome-Kit. Wenn man jetzt diesen Park besuchen würde, gäbe es ihnen echt. Ne? Geil. Sowas von geil, ja. Was ist das hier? Wahrscheinlich so ein Band. Zack. Jawohl. Genau. Zack. Ja, so ein Besucherband. Super cool. Wow. Mit dem Logo da drauf, ne? Und hinten fällt noch das da drauf. Ne? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr geil. Hier haben wir so ein Nummernschild. Was ist das hier? Klebt das hier dran? Das ist die Eintrittskarte. Ja, klebt hier noch so dran. Da haben wir noch so eine Eintrittskarte. Der Tagepass. Erwachsener $750. Nicht schlecht. Dann steht hier hinten noch drauf in Englisch, was man für den Kauf dieser Karte, dieses Tickets, noch alles so erhalten würde. Wäre es ein echter Park, ne? Dann dieses Nummernschild. Das Blech. Ja, krass, oder? Ist auch noch in Folie. Das lasse ich in Folie. Ja, das hat ja nichts. Was haben wir da? Ein Warnhinweis. Vorsicht. Elektrische Zäune. Sieht aus wie ein Aufkleber. Cool. Wow, und so ein schönes Heft ist da noch mit bei. Schaut euch das an. Dinosaur Field Guide. Na, das ist doch geil. Gyrosphere. Welche Dinosaurierarten es in diesem Park gibt, die man besichtigen kann. Wow. Mein Gott, die haben sich da echt Gedanken gemacht, ne? Für einen Park, der nicht existiert, dann noch so ein Besucherkit zu erstellen. Das ist schon sehr speziell. Wow. Freunde, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, das ist so geil. Das ist so geil.
Darauf gekommen bin ich dank einer meiner Zuschauer, der mich gefragt hat, ob ich mir das Welcome-Kit noch hole. Ja. Sag klar, geil. Und dann hier noch so eine Postkarte. Ja, kann man noch verschicken. Grüße von Isla Nubla. Ja. Jurassic World. Dann haben wir hier noch so ein Schlüsselband. Sehr geil. Ja, Jurassic World. Absolut cool. Und Sticker. Ja. Ja, verschiedene Sticker. Die sich Touristen auch gerne mal so aufs Auto hin drauf klatschen, ne? Das ist der Nubla Lagoon. Dann haben wir hier den Visitors Pass. Ist, ja. Sehr geil. Ja, nicht schlecht, Freunde. Nicht schlecht. Verbirgt sich hier drunter noch irgendwas? Oh, schaut mal hier. Hier ist noch eine Münze. Ist das geil oder ist das geil? Wow. Ist aber sehr leicht. Ist nur sehr leicht. Ein Alu-Chip. Ja, kann man sehen. Ne? Gut, das Spiegelbild von meiner Kamera. Da vorne ist das Logo. Ne? Der T-Rex. Ja, krass. Also ist im Prinzip genauso leicht wie die DDR-Mark damals. Ne? Also wer das kennt, wer das mal in den Händen hielt, weiß, was ich meine. Wirklich sehr, sehr leicht. Ist wirklich nur so ein Alu-Chip. Ne? Aber cool, sehr cool. Absolut geil und hat bestimmt hier so drin gesteckt. Ne? Sehr hochwertig das Ganze. Wahnsinn. Cool. Wow. Und dann haben wir ja da noch Box Nummer 2. Und auch hier war ein loses Blatt hinten drauf. Das hier auch nochmal den Inhalt dieser Box zeigt. Im Prinzip sehr ähnlich der anderen Box gegenüber. Ne? Hammermäßig. Muss ich haben. Musste ich haben. Na, komm schon. Auch sehr hochwertige Schachtel, ähnlich einem Brettspiel. Ja. Ui, schaut mal. Hier gibt es nochmal so einen Fake-Brief, ne, von John Hammond in Gent. Ja, nochmal einen Willkommensbrief quasi für den Besucher, für den potenziellen. Ne. Auch hier haben wir wieder dieses Nummernschild. Auch das werde ich in Folie lassen. Das ist nur so ein ausgestanntes Blechschild. Ja, ist das geil oder ist das geil? Boah, so cool. Das ist die Eintrittskarte. Ne? Finde ich noch schöner als die von der Jurassic World Box. Ne? Ich werde das nochmal sehen. Ein bisschen günstiger, ne? Also die haben schon Ideen, ne? Das ist schon extrem geil. Yeah. Hier ist auch wieder so ein Flyer. Jetzt wollen wir noch mal schauen, wie der so aussieht. Ui. Mein Gott, Freunde. So schön, ne? Wow. Jetzt kann man das so schön aufklappen. Chinesisch, Englisch. Immer das Chinesisch ist hier auf der linken Seite. Herrlich bebildert. Na, also es ist wirklich wie so ein Reisekatalog, so ein bisschen, ja, für eine gebuchte Reise, einen gebuchten Urlaub, den man leider nie antreten kann, ja. Hier wird noch Werbung gemacht für Fotofilm. Da ist ja 93, da gab es das ja noch. Und hier haben wir nochmal die Insel mit den einzelnen Stationen, ja, wo das Auto so lang fährt und die Tiere, die man besuchen kann und so weiter und so fort. Und eine schöne Legende hier mit den einzelnen Arten, ne, und mit den Stationen, wo man hingelangt, was wo zu finden ist. Also Besuchercenter und so weiter, Schiffstopp, Hubschrauber, Landeplatz und so weiter und so fort. Ja, also traumhaft, schön. Herrlich, also was für eine Idee. Was für eine Idee. So, dann haben wir hier nochmal eine Bedienungsanleitung scheinbar für dieses Nachtsichtsystem.
gut, Kinders. Da wäre Erinnerung wach. Dass ich das zum ersten Mal gesehen habe, ja, in dem Film. Mein Gott, ist das schön. Ist das schön. Wow, also da habe ich Freude. Da habe ich echt Freude. So, dann gibt es hier nochmal ein Fach daneben. Ui, was mag das sein? Oh, das sieht ja schon verheißungsvoll aus. Muss mal gucken, ob man das einfach so öffnen kann oder ob man es beschädigen muss. Ja, herrlich, man kann es wunderbar öffnen. Das scheint das Banner zu sein. Mensch. Ui, ist das cool. Dinosaur, gut. Ja, so als Banner kann man sich an die Wand hängen, wenn man will, ja. Ja, also die Box ist noch viel cooler als die andere von Jurassic World, ne? Muss ich sagen. Wow, was haben wir da noch Geiles? 18 exklusive Trading Cards. Na, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ui, oh, wow, sind die geil. Gallinius. Brachiosaurus. Parasaurolophus. Ankylosaurus. Compsognathus. Haben wir den Mutterburasaurus. Den werden überhaupt mal im Park erwähnt. Dann haben wir hier die Lophosaurus. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Ne? Dann haben wir hier Pteranodon. Rhythosaurus. Ja, der wurde in der Lost World gezeigt. Sehr schön, mit sehr schönen Farben auch. Triceratops. Paracephalosaurus. Dann haben wir Stegosaurus. Und auch noch da hinten, ne? Nochmal ein Tyrannodon. Nochmal eine Riesenversion. Meiersaurer. Velociraptor. Ja, der Star des Parks. Dann haben wir hier den Spinosaurus. Mein Gott, das sind ja wunderschöne Karten. Und den T-Rex. Alles hier in diesem wunderschönen Tütchen. Sehr geil. Und auch hier haben wir wieder ein Schlüsselband. Ja, nur diesmal mit Jurassic Park drauf, gummiert. Krass. Also hier gibt es eine Menge zu sehen. Oh, hier sind sogar noch Pins mit dran. Schaut euch das an, zwei Stück. Ja, einmal Mr. DNA und Jurassic Park als Button. Wow. Mein Gott, ist das schön. Ach, herrlich, 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 Freunde. Freunde, ist das schön. Warte, Katrin, Freude. Und auch hier sind wieder ein paar gute Sticker dabei. Mr. DNA, nochmal schön auf alt gemacht hier, ne? Dann gibt es hier nochmal den Besucherausweis. Ich denke mal, den macht man ans Schlüsselband mit dran und dann trägt man das so um den Hals. Und scheinbar gibt es auch hier noch ein paar Postkarten. Ja, zwei verschiedene, sehr einfallsreich, wirklich sehr einfallsreich. Gigantisch. Der absolute Wahnsinn. Hier ist nochmal das Banner, ne? Dinosaurs, Rules, Earth. Ja, es ist so lang, passt trotzdem nicht ganz ins Bild. Mein Gott, ist das cool. Freunde, alles nochmal zusammengepackt hier und nochmal die Rückseite angeschaut. Also, was haben wir da alles gesehen? Hier die Eintrittskarten, ne? Vorderseite und Rückseite. Dann haben wir hier die Postkarten. Dann haben wir die Bedienungsanleitung zu den, ja, Nachtsichtgeräten. Dieses extrem coole Banner. Die Karte mit den einzelnen Stationen. Ja, dieser
Routenplaner, wenn man so will. Ja? Pins, 2 Stück. Das Nummernschild, Sticker, noch mehr Sticker, dann diese wunderschönen Trading Cards, ja, ein Schlüsselband mit dem VIP-Pass, ja, und auch hier wieder eine schöne, edle Box. Ja, Freunde, das ist echt Deluxe, ja, das ist wirklich Deluxe. So krass. Und nochmal die andere Box, auch sehr edel. Na, wunderschönes Kit. Persönlich gefällt mir die hier besser, ja. Also das flasht mich doch mehr, was hier dran ist, und auch optisch spricht sie mich mehr an. Ne? Aber auch der Inhalt von dieser Box ist wirklich ultra cool, schon wegen der Münze, ne? Auch wenn es bloß ein Blechchip ist. Aber trotzdem, es ist total geil. Die Aufmachung, total schön, ja, total schön. Boah. Was für eine geile Sache. Also ich freue mich so, bin so happy, diese beiden Boxen jetzt in meiner Sammlung zu wissen. Es ist so geil, ja. Es ist so, so geil. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder. Das Video, das Unboxing und Review in einem, der Jurassic Park 25-jähriges Jubiläum Box. Ja. Collector's Edition 1993 und Jurassic World Deluxe Welcome Kit. Kann ich euch unbedingt nur empfehlen. Ja, ist schweinegeil. Ja, und den Link dazu findet ihr wie in meiner Videobeschreibung. Es euch gerne noch mal raus, weil das ist ein absolutes Must-Have. Diese Box sogar noch mehr als diese da. Also nach meinem persönlichen Empfinden, ja, weil die hat doch definitiv noch mehr zu bieten als das Welcome-Kit. Ja? Tja, Lieben, und damit klinke ich mich auch schon wieder aus, sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review-Time, Unboxing-Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!